Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Horizon Forbidden West mit mir, dem Jan. Was gibt's denn hier noch für eine Quest? Egal, erstmal gehe ich jetzt hier hin. Das war wegen dem Arm, meine ich. Ich bin sicher, hier wollte Cotallo seinen neuen Arm testen. Keiner. Hey, Cotallo! Ich bin am Treffpunkt an der Bebenzahnstätte. Willst du den neuen Arm testen? Ich bin gleich da. Danke fürs Warten. Verrätst du mir jetzt, was wir hier machen? Nein, noch nicht. Folge mir bitte. Wo will er hochklettern? Da tut aber jemand geheimnisvoll. Du hast mich mit deinen Plänen fürs Bollwerk auch zappeln lassen. Und jetzt räche ich mich. Also gut. Hier ist es. Was ist das hier? Siehst du gleich. Komm. Okay, raus damit, Cotallo. Der Test für meinen Arm ist das. Er bedroht das Tal schon lange, hat viele vom Himmelsklan getötet. Jetzt ist Schluss. Ist mir eine Ehre. Nach dir. Mal sehen, wie diesem Ding Metall schmeckt. Weiter so! What? Tja, der neue Arm funktioniert jedenfalls. Das stimmt. Warum nimmst du ihn dann ab? Das ist, wer ich bin. Mit allen Narben. Alles andere wäre falsch. Eine Verkleidung. Ich nutze den Arm bei Bedarf. Doch die übrige Zeit bin ich einfach nur ich selbst. So ist es mir auch am liebsten. Ich danke dir für deinen Beistand. Hier. Als Zeichen unseres Sieges. Danke. Dann sehen wir uns. Mögen die 10 mit dir sein. Trophäe? Au. Wo ist die Maschine? So, dann ist hier noch ein Schreiber, wo ich wahrscheinlich noch nicht hinkomme, weil ich damit irgendein Vogel hochfliegen müsste. Oder? Ich kann ja mal gucken.
könnte jetzt hier zu dem Feuer. Und einfach eine Schnellreise machen. Und zwar hier hin. Könnt ihr es mit eurer Munition probieren? Da oben. So, das habe ich hier. Und jetzt? Das Pigment wäre gut für eine Rüstung. Ich habe so viele Sachen hier noch nie benutzt. Händler so gut wie nie. Rüstung färben. Nicht einmal, glaube ich. Wie hoch geht das denn hier? Bringt mir das, wenn ich hier oben bin? Wahrscheinlich nichts. Nee, das ist es nicht hier. Du verlässt den Spielbereich, du solltest zurückgehen. Wenn du weitergehst, verlierst du dein letzten Spiel. Da wird dein letzter Spielstand geladen. Aber wenn ich das hier verlasse, warum kann ich dann hier hin? Das verstehe ich ja schon wieder nicht. In der Nähe ist ein Flugschreiber.
Den könnte ich zur Sammlung am Hain hinzufügen. Ich dachte, hier komme ich nicht hin. Ich kann von hier aus nicht an das Signal rankommen. Der Flugschreiber muss anders dort reingekommen sein. In der Nähe ist ein Flugschreiber. Den könnte ich zur Sammlung am Hain hinzufügen. Wofür brauche ich denn die Energiezelle? Dafür brauche ich die Energiezelle. Flugschreiber geben, der ein Signal sendet. Vielleicht finde ich ihn. So. Da habe ich jetzt noch was. Hier ist ein Flugschreiber. Aber ich würde jetzt erstmal hier hin. Dahin. So. Quest aktivieren. Die Söhne des Prometheus müssten hier irgendwo sein. Na, da drin. Ich sollte Erend sagen, dass ich da bin. Hey, Erend. Ich bin an Aseras Basis. Kannst du herkommen? Schon unterwegs. Und? Bereit, ein paar echt fiese Osseram auszuschalten? Erst müssen wir irgendwie reinkommen. Unbemerkt kommen wir da nicht rein. Deine Rüstung. Sie sieht fast aus wie ihre. Ja. Ja. Hey Leute. Ihr leistet gute Arbeit. Wer bist du? Der Mann, der die Nora gefasst hat, nach der Asera sucht. Der bin ich. Ja, wir kennen dich nicht. Das lief gut. Sollten wir öfter tun. Ach, komm schon. Wir müssen Asera finden.
und hier alles lahmlegen. Wird nicht einfach, ihren Leuten auszuweichen. Aber mein Hammer ist bereit. Bleib fürs Erste unten und folge mir nach. Alles klar. Markieren, markieren. Mann. Ich hatte richtig gesehen, geht es doch hier auch lang, oder? Hey, Lord. Ich sehe sie. Wo läuft der denn lang? Ich dachte, er läuft mir hinterher. Das könnte etwas Schaden anrichten. Ich verstehe es nicht. Ach, jetzt. Jetzt ist er plötzlich hinter mir. Und mach sie fertig! Nicht nachlassen! Nimm das, Idiot! Ey, der war doch wieder drauf. Ich geb nicht auf.
Gebiet euch. Meine Fresse, diese scheiß Mücke hier. Suchen. Ich finde den Feind. Uns entkommt keiner. Ja, wie gefällt dir das? Wirklich? Ja, nicht? Irgendwann muss der Feind einen Fehler machen. Blut für Blut. Mann, ich will immer mit X ausweichen. Ich weiß nicht warum. Bist du bereit zu sterben? Komm, dein Todesopfer! Ich bin nicht auf in den Kampf! Also dann! Reiche Stufe 15. Ich weiß doch gar nicht von wo. Hat der? Sie muss hier irgendwo sein. Ich glaube, im hinteren Teil waren Türen. Sehen wir mal nach. So. Öffnen. Weiter geht's. Was war das? Lang nach Stolperdraht. Sei vorsichtig, Aloy. Asera steht auf Sprengfallen. Und du stehst immer noch auf den Klang deiner Stimme, Erend? Asera. Ich hatte gehofft, du schaffst es hierher, Nora. Wären meine Männer so kompetent wie du, hätte ich den Kaja schon längst aufgelöscht. Eine Schande, dass ich dich töten muss. Schluss mit den Spielchen, Asera! Keine Schande, dich zu töten, Rostbeule. Oh, das glaube ich nicht. Die Brücke zerstört. Wir müssen da irgendwie durch. Wo durch? Aloy, hier ist ein Luftzug. Da muss noch ein Weg sein. Nur leider kommen wir da nicht ran. Warte mal kurz. Wohl falsch. Manchmal bin ich ganz nützlich. Bist du okay? Sobald wir Asera haben, ja? Geh weiter. Was sollen wir jetzt machen? Du weißt, dass sie uns wieder in die Falle lockt. Wir haben keine Wahl. Ist mir nicht eingefallen. Komm schon.
Alter, ich hasse es, ne? Wieso kann die nicht da mal eben auf den Baum springen? Sondern glitscht an der Seite runter. Okay, jetzt Stolperdraht. Stolperdrähte. Ist denn jetzt hier ein Lager? Meine Finger werden steif vor Kälte. Sieht aus wie Maschinenpferche. Waffenupgrade. Waren noch welche ganz hinten. Hä, wo denn noch? Schön gedauert. Wir lassen dich derweils Werk nicht vollenden, Asera. Jetzt ist Schluss. Lustig. Das wollte ich auch gerade sagen. Ach, Jungs. Dann mal los. Es ist kein Ziel. Okay. Angreifen. Es ist fast geschafft. Ich verstehe es doch nicht. Der ist doch immer voll drauf.
hätte auch einfach hier hochlaufen können. So, ein Brief an die Toten. Buch. Eine Sammlung von Glyphen und fett bekleckten Zeichnungen. Ein Eintrag ist markiert. Ich frage mich, was du jetzt wohl sagen würdest, Vater. Eine Tenakt-Armee, die mir dient. Maschinen, die meine Befehle folgen. Die Kaja machtlos. Ihre drohenden Untergang durch meine Hand zu verhindern. Ich wurde eine Bastlerin, dir zu Trost. Als derweil mich aufhalten wollte, wuchsen meine Talente trotz seiner erbärmlichen Eifersüchteleien. Und was auch immer der Plan dieses Sylens ist, denn bei der Schmiede, er muss einen haben. Ich werde an den Kaja Rache nehmen. Ich habe alle übertroffen, die sich mir je in den Weg gestellt haben. Und immer habe ich dich in ihnen gesehen, Vater. Wenn also Meryn brennt, dann nicht, um dich zu rächen, sondern um dich im Feuer auszulöschen, wie die restliche meiner Feinde. Bist du okay? Die roten Raubzüge. Meiner Schwester tot. Aseras kleine Armee. Das Blutvergießen endet nie. Und das Leid, das es bewirkt. Ich hoffe, dies ist wirklich das Ende. Ich auch. Aber du warst gut. Im Ernst. Ohne dich hätten wir das nicht verhindern können. Ich hab gern geholfen. Endlich einmal. Geh mir zurück. Geh du voraus. Ich sehe mich erst noch ein bisschen um, ob Asera keine weiteren Überraschungen hinterlassen hat. Okay, bis später dann. Bei der Schmiede, ich brauche einen Drink. Hey, wofür jetzt mit die Mission machen? Achso, dahin. Wie bin ich denn jetzt wieder hier hingekommen? Ja. Hier ist noch ein Fragezeichen. Ein Haufen Trümmer. Was ist hier passiert? Das sollte ich mir ansehen. Ich kann mich nicht erinnern, einmal hier lang gelaufen zu sein. Bin ich auch nicht, weil sonst hätte ich dieses Lagerfeuer eingesammelt.
könnte Frostmunition einsetzen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das hier wieder nur eine Unterwasserhöhle ist. Den Grünglanz vorsichtig lösen. Auf was wollte er denn jetzt schießen? Ich habe beinahe gerade hier meine Schnellreisepakete. Ich komme hier nicht weiter hoch. Hier führt der Weg lang. Bringen wir es hier irgendwie hoch? Mir hat mal jemand gesagt. In der Einsamkeit liegt die Kraft. Die Kraft, sich zur Wehr zu setzen. Einem Zweck zu dienen, der größer ist als man selbst. Und zum Wohle aller. Diese Worte trage ich bei mir auf der Jagd, wohin es mich auch verschlägt. Und jetzt nehme ich sie mit. In den verbotenen Westen.